That's not true. I'm South African and I'm not black, so most people would get confused with coloreds and Africans because us coloreds, okay, my parents, my mother is light colored and my father is dark toned, so they made caramel me. And whereby with African kids, it would be the same color but different cultures, which would be Sotho or Xhosa or something like that. Yeah. Ja, ich muss es zugeben, ich habe den Unterschied zwischen Colored und Black jetzt auch nicht ganz gewusst, was das sein soll. Aber es stimmt natürlich nicht, dass in Afrika alle schwarz sind, genauso wie in Deutschland nicht alle weiß sind. Nee, kann man nicht so sagen, weil es ist ja bei jedem anders, aber ich denke schon, dass viele Leute in Deutschland halt Wert auf Pünktlichkeit legen, aber zum Beispiel bei mir ist es halt so, ich bin halt eher immer zu spät. Also ich denke auch so, dass es so ist, dass die meisten Deutschen natürlich Wert auf Pünktlichkeit legen und dass es auch so ist, dass man von zu Hause lernt, eher pünktlich zu sein, aber trotzdem sind alle Menschen verschieden und nicht jeder Mensch ist immer pünktlich. Germany is always on time to compare with South Africa and South Africans are so relaxed and Germany is too strict with rules. Some of South Africans are break rules. Yes, it is true. That is true. In South Africa, a lot of people love soccer, but there are those people who don't love soccer, who love rugby, cricket, like whites. Whites like rugby, cricket, and swimming, but black people, most of us, we love soccer. Yeah, and when we go to the stadium, all of the people, most of the black people, they like to have their vuvuzela, and then so that they can make it louder, and yeah, we are enjoying when we, it's like we are celebrating. In Deutschland arbeiten die Menschen sehr viel und haben auch noch einen Nebenjob und sind oft sehr beschäftigt. Doch ein Vorteil im Gegensatz zu Afrika ist, dass in Deutschland die Geschäfte, die meisten Geschäfte, sonntags geschlossen haben. So haben die Verkäufer Zeit für ihre Familien. Back in South Africa, to work is very important because you have a family. Work comes first, everyone works. So if you don't have money, you can't buy what you want, you can't buy what you need. Supermarkets is open on a Sunday back in South Africa because people feel like they have to work to get money. So you can go do shopping every day. And even on a Sunday as well, they even open on public holidays. Was? Afrika ist nicht nur ein Land. Afrika ist ein Kontinent. Afrika ist in Zentralafrika, in südliches Afrika, in Ostafrika und in Westafrika aufgeteilt. Und da gibt es so viele Länder. Es gibt insgesamt 53 Länder, unter anderem Madagaskar, Ghana, Nigeria, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Marokko, Algerien, Libyen und noch viel, viel mehr Länder. Also Afrika ist groß und nicht nur ein Land. I think
that in Germany there are also the rich people and also poor people. But when you talk about a poor person, then in South Africa you would call him a rich person. So because we have in Germany the system, it's a social system, so that everyone gets hold by the government. So when you always have the basics given from the state, and you can always fulfill your needs like eating, drinking, and living, and home station, and so that's in Germany. I think in South Africa most of the time we got rich people, we even got poor people. But compared to Germany, South Africa, it is easy to see a poor person compared to Germany, because most of the poor people rely mostly on the government. It's not that the government is not trying so hard, but the government is trying, but it just not cannot reach each and everyone at the same time. That's not true. There are families that have a lot of children, but it's not like that. But in the other sides of Africa, like the Maputo, Zimbabwe, yeah, there you'll find that there are families who have more children. But then in South Africa, it's normal. You'll find that the family has a family of seven. Maybe it will be a mother, father, and three children. So, yeah, it's like that. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass man das eigentlich so nicht sagen kann, aber ich denke halt, dass in den ärmeren Regionen, dass es da sehr viele Kinder gibt. Das ist ja auch für später, für die Eltern eine Absicherung, dass sie sagen, umso mehr Kinder sie haben, umso besser können sie im Alter später leben. Ich esse sehr gerne Schweinebraten und es schmeckt mir auch sehr gut. Es ist eine meiner Lieblingsspeisen. Und wenn ich in Restaurants oder in Gasthäusern bin, dann bestelle ich es mir auch sehr gerne und oft. Aber zu Hause machen wir es nicht so oft, weil es natürlich ein aufwendiges Gericht ist. Und wir machen es, wenn dann nur zu bestimmten Anlässen. Genau, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass alle Deutschen jeden Tag nur Schweinebraten und Sauerkraut essen. To my surprise, when I arrived here, I thought that would be eating something different compared to us. But then some of the dishes that they're serving are similar to what we are having in South Africa. But then what I like about them, they are having their special meals. They are so delicious. But then some of the meals, I didn't get along with them. But most of the meals they've been serving me are so great. Yeah.
blues, blues. So we live in peace, love, and harmony. So we live in peace, love, and harmony. So we live in peace, love, and harmony. Say we live in peace, love, and harmony. So we live in make this world and feel and make this world a better place. One heart, one heart. So we live in peace.